Ein Slot zu dieser Stadt, oder? One Rage, 10 Item Defense. Na bitte 3 Body. Nehmen wir. Ist gekauft. Und wir haben. So, ich glaube, die da. Essence Capacity 24, Essence Capacity 12, okay. Und wir haben da ja solche Essenzen. Und das sind mit Essenz Costs. Also, das könnte ich jetzt theoretisch da rein ägypten. Also, ich spare mir das dabei noch, ja. Mal schauen, ob ich das wirklich in die vergeuden will. So. Da müsste ein Schrein sein. Ja, diesen Skill hätte ich bei den Krähen, glaube ich, gebraucht. Der wäre sehr praktisch gewesen. Könnt ihr mir vorstellen, dass der Kampf etwas leichter gewesen wäre mit dem Glied? So, und da haben wir das Town Portal Gegenstück. Ja, jetzt könnte ich mich, genau, jetzt könnte ich mich zu Village teleportieren. Was wir natürlich nicht wollen. Ah, da, der Merchant, sehr gut. Na, der ist jetzt froh, dass ich ihn abgeliefert habe. Oh, ich krieg einen Skillpunkt von ihm. Das ist doch ein netter Merchant. Ja, ja, bla bla. So, kann man da verkaufen? Bei den Kindern da? Ah, sehr gut, bei dem Merchant kann ich verkaufen. Das ist angenehm, weil ich habe da so viel unnötiges Kalumpert. Was ist das Cooles? Ach, sehr schade. 5000 Coins habe ich schon, oder ist das Auferstehen ja gar nicht mehr so tragisch, ja? Crushing Sweep, na schauen wir mal. Was ist das? Mighty Swing? Crushing Sweep. 50, oh, okay. Na gut, dann können wir das ja einfach dazu lernen, das ist ja auch nicht so tragisch. So. Jetzt könnten wir, glaube ich, so eine Combo machen. Set Combo. Hallo, ach Gott, meine Güte. So, ach fu, jetzt ist das weg. Set Combo. 1-1, das wäre natürlich optimal jetzt. Willst du bitte sterben gehen? So, wie löse ich diese Combo aus? Da gibt es jetzt sicher einen Button dafür. Control. Clear Power-Ups, Preset Action. Nein, das ist jetzt nicht so, denke ich. Das weiß sicher Screw. Wie löse ich denn diesen Combo aus, wenn ich den einstelle? Ah, sehr gut. Mit Space kann ich jetzt das direkt einfüllen, ja? Ich habe es einfach mal genommen, zack. Ja, das ist cool. Also mit Space habe ich mir jetzt gemacht, einmal hier Heal und mehr Damage, ja? Dann drücke ich einmal auf Space drauf und er ladet mir das direkt hinein. Ich führe das nochmal ganz kurz vor. Einmal Space drücken und ich habe hier dann das Ding drinnen. Das ist super praktisch. Damit könnt ihr also so einen Preset machen, welche Skills ihr geladen haben wollt. Wow, na komm her. Was ist da los? Hallo. Was läuft denn hier weg? Ah, okay, das ist auch so. Ja, no way, meine Freunde, ja? No way. I heard that high in the mountains, where the snow never melts, the giants live. So, ich da kriegt? Aber weniger DPS, als ich schon habe. Das heißt, oh, das war die falsche Taste. Das heißt, das werden wir ihr geben wahrscheinlich. Oh, ihr Zeug könnt ihr auch mal verkaufen. Ja, mehr DPS für sie. More DPS. Wir müssen heute sprechen etwas Russisch mit von Helsing. So, zack, zack, zack.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh nein! Okay. Ja, respawn da natürlich, komm. Nicht immer dumm scheißen. Okay, ja, ich mach Schaden, ich mach nicht so viel Schaden. Ja. Ah, nicht, nicht schon wieder, nicht schon wieder. Nein, ich lebe, ich lebe, ich lebe, ich lebe, ich lebe, ich lebe. Weg! Weg von mir! Au! Au! Ah, hier ist drauf. Easy shit, ja? Oh, ein neuer Armor mit 2 Rage, sehr gut. Ein Amulett mit Crit Damage, sehr gut. Das werden wir ihr geben, denke ich. Oh, nein, 3 Spell war 4 Rage, das werden wir ihr geben. Was haben wir da Schönes? Noch ein Amulett, das können wir auch ihr in die Hand drücken, das brauche ich nicht. Uiuiuiui. Das drücken wir mir in die Hand, dafür kriegt sie mein wunderschönes Gedöns da, ja? Und macht noch mehr Schaden. Wahnsinn. So, weiter geht's. Weiter geht's. Ich brauche auch Mana-Rex, wie das ausschaut, damit ich mehr cleaven kann. Aber das ist schon recht cool, da durchcleaven. Das gibt wieder so ein schönes Flair wie in Diablo. Einfach mal durchcleaven können. Komm her! So, ich habe schon wieder Level Up. Habe ich schon erwähnt, das mit Body finde ich ziemlich cool. So, und wir haben wieder neue Skills, die wir lernen können. Was ist das? Okay, mehr Range. Ich hätte natürlich irrsinnig gerne jetzt... Ah! Da, each kill with strike yields one extra range. Nein, das ist uninteressant. Das brauche ich nicht. Das will, kein Mensch will das, ja. Zumindest jetzt noch nicht. So, wir wollen aber mehr Schaden mit Cleave machen. Das ist wichtig, ja. So, was haben wir da? War mit der Range. Ja, das wäre natürlich wichtig. Earthquake will ich unbedingt drunter mal. Flowing Comic. Kann das sagen? Quicks. Okay. Also, das ist so eine schnelle Attacke. Ah ja, und parieren, vielleicht soll ich das auch mal skillen. Ja. Schaut mal gut aus, ja? Schaut mal gut aus. So, und dann hätten wir noch... Oh, ich kann einen neuen Perk dazu lernen. So, was haben wir da Schönes? Ich glaube, das ist nicht schlecht, wenn ich den Heal einfach dazu nehme, oder? The first attack... Ah, the first attack against every enemy, ja, das nehmen wir auch dazu. Muss ich diesen Perk irgendwo reinziehen oder habe ich den dann einfach? Ich hoffe, den habe ich einfach. So. Ja, hat Tiere, ich habe die Vogelscheuche getötet. Yes. Es hat nur etwas gedauert. Es war eine etwas langwierigere Vogelscheuche. Oh, cool. Und da haben wir unseren Werwolf Den, unsere erste Höhle. Ach, da wagen wir uns hinein. So, na dann. Hopp oder drauf. Komm her. Oh Gott. So deppert macht der Schaden.
Okay, den kann ich eindeutig noch nicht tanken. Oh! Hohohoho. Alter, ich häng fest. Puh. Geh weg. Ja, easy shit. Ja, das war Warwick. Ja. Oh. Was ist jetzt passiert? Ah, okay, jetzt kann ich da weiterspringen anscheinend. Was ist jetzt los? Schon schön inszeniert, muss ich sagen. Ah, okay, das ist jetzt ein Respawner, soll das darstellen, alles klar. So, der erste Respawn ist down. Oh, schön. Das ist doch nett inszeniert. So, ab zum zweiten Respawner. Ja. Ah, da kommt. Okay, zweiter Respawn ist down. Ja, also alles in allem muss ich wirklich sagen, macht das durchaus Spaß, ja? Also, für ein Nicht-Diablo-Spiel, ist ganz in Ordnung. Motiviert mich gerade sogar etwas mehr als Path of Exile, weil es so ein bisschen Story-Hintergrund hat. Ich bin so an und für sich kein Story-Fan, aber... aber diese Van Helsing-Geschichte ist natürlich ein bisschen motivierender als, als natürlich gar keine Story, mit der man sich identifizieren kann. Wie gesagt, für die, die Bock auf das Spiel haben, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr auf planetkey.de geht. Dort findet ihr den besten Preis für Van Helsing. Und dann könnt ihr euch das holen. Es gibt schon unter 10 Euro. Das heißt, das ist echt in Ordnung. Ja. Und dann könnt ihr direkt reinstarten. Kriegt ihr den Key, registriert ihn auf Steam und seid mittendrin starten dabei. Ja. Wenn ihr Fragen zum Spiel oder zum Ablauf habt, könnt ihr die natürlich euch jetzt jederzeit stellen und für die, die jetzt gerade zugeschaltet haben, herzlich willkommen bei AB Gaming. Wir machen gerade das Let's Play of Van Helsing live hier am Stream. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr den Twitch-Stream followt und natürlich meinen Facebook-Account liked, mich meinen YouTube-Kanal abonniert. Dann seid ihr auf allen Medien am Start. Ihr könnt am Grid 2 Gewinnspiel teilnehmen. In Kooperation mit unserem Sponsor planetkey.de verlosen wir einmal Grid 2. Was müsst ihr dafür tun? Ihr müsst einfach nur auf meinen Facebook-Account gehen. Oh fuck. Ihr müsst einfach nur auf meinen Facebook-Account gehen und dort auf die Gewinnspiel-App klicken. Und ja.